Hallo und herzlich willkommen Leute zum originalen Darkfighter und heute sind wir mal wieder auf Apfelcraft unterwegs und ich zeige euch heute, wie man Starter-Items vergeben kann. Das heißt, wenn ein neuer Spieler auf den Server drauf geht, dass er sofort direkt eingestellte Items bekommt und im Inventar hat, ohne sie vorher farmen zu müssen oder ohne dass ihr ihn nochmal manuell diese geben müsst. Viel Spaß mit diesem Video. Und wie immer beginnt alles auf deinem Artanos Server Interface. Wenn du noch keinen Server hast, also keinen eigenen Artanos Server, der kostenlos ist mit City Build, schau dir Teil 1 an, 4 Minuten brauchst du dafür nur. Und ja, weiter geht's. Wir gehen auf Plugins natürlich und geben hier oben in die Suchleiste Starter ein oder Start. Wir geben mal Start ein, das sollte schon reichen. Und da sehen wir ein Plugin namens Starter Kit. Dieses laden wir runter bei The Node. Allerdings müssen wir hier drauf achten, dass wir die 1.0.1 Version runterladen, da die 2.0.2 Version nicht funktioniert. Weshalb auch immer, ich habe sie runtergeladen und es ging nicht. Also tatsächlich ist mein Server abgestürzt dadurch. Und die laden wir einfach runter. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr natürlich ein Plugin runtergeladen habt, müsst ihr euren Server neu starten oder generell starten, wenn er aus ist. Und ja, wenn euer Server wieder an ist, gehen wir auf Dateien. Die sind hier unter Plugins und da sehen wir jetzt unsere Dateien. Ja, hätte man sich denken können. Wir gehen auf Plugin Data wie immer und suchen nun unser Starter Kit Plugin. Das sollte dann hier sein. Ja, und da haben wir nur eine Config JML und sehen hier Slot 1, Slot 2, Slot 3, Slot 4, Slot 5, Slot 6 bis zu Slot 9 geht das. Das heißt, hier kann man angeben, in welchem Slot welche Items drin sein sollen. Bei Starter, also bei neuen Spielern. Das heißt, in Slot 1 ist die ID 5 jetzt drin, mit der Damage 2 und Count 22. Ja, kann man viel begreifen, oder? Natürlich nicht. Ich zeige euch das jetzt mal, was das eigentlich alles heißt. Die ID ist die ID vom Item. Wo findet ihr diese Zahlen? Diese Zahlen findet ihr auf verschiedenen Websites, aber diese nutze ich immer. Ich verlinke diese Website hier auch in der Beschreibung. Da könnt ihr einfach draufklicken und hier, das ist eigentlich alles richtig hier mit den IDs, mit den Zahlen. Diese könnt ihr benutzen und könnt dann sozusagen angeben, welches Item im Inventar sein soll vom Spieler. Und ihr seht hier diese Zahlen, 4, 5 und auf einmal kommt hier 5 Doppelpunkt 1, 5 Doppelpunkt 2 und dieses Doppelpunkt 2 ist hier das Damage. Ich habe das schon etwas abgeändert hier, heißt in Slot 1 habe ich schon bearbeitet, das heißt, ich habe angegeben, ID 5 ist ja jetzt Holz, ne? Und Damage 2 heißt Doppelpunkt 2, also Birkenholz. Und dann habe ich hier bei Count 22 hingeschrieben und 22 steht einfach für die Anzahl, wie viel von diesem Birkenholz soll der Spieler haben am Anfang. Überschreitet das bitte nicht, also nicht über 64, weil 64 ist das Maximum, was man haben kann, das ist ein Stack. Und wenn ihr das überschreitet, wird es wahrscheinlich zu Fehlern kommen. Deswegen, ja, immer unter 64 oder 64 hinschreiben, damit das alles super funktioniert. Ich ändere das jetzt mal, das Ganze. Das heißt, wir schreiben jetzt eine andere ID hin, eine andere Damage und einen Count, also eine andere Anzahl. Und dann schauen wir mal, was passiert. Stellen wir uns mal vor, wir wollen unseren Spielern roten Sand geben zum Start. Kann ja sein, ist jetzt nur ein Beispiel. Und da steht jetzt 12 Doppelpunkt 1 ist roter Sand. Das heißt, wir schreiben bei ID schreiben wir 12 hin, bei Damage schreiben wir 1 hin wegen 12 Doppelpunkt 1 und wir sagen mal, wir wollen 15 vergeben an unsere Spieler, schreiben wir 15 hin. So muss das dann aussehen, ID 12, das ist Sand, Damage 1, das ist roter Sand und Count 15, das steht dann für die Anzahl, wie viel roten Sand soll der Spieler im ersten Slot haben. Jetzt sind wir schon fast fertig, wir gehen nur noch auf Dateien und müssen jetzt unseren Spieler löschen, also uns selbst. Wir können auch mit einem neuen Account reingehen, das ist klar, aber es ist schneller, wenn man einfach seinen eigenen Account löscht und dann testet. Das wird nämlich dann als neuer Spieler einfach gezählt und so kann man das ganz easy testen. Ich habe jetzt meinen Account gelöscht, starte den Server jetzt neu und während er neu startet, ja, könnt ihr eigentlich schon drauf gehen und einfach schauen, ob es funktioniert hat. So, ich bin schon mega gespannt, ob es jetzt auch wirklich funktioniert hat. Wenn alles funktioniert hat, sollten wir im ersten Slot von der Hotbar tatsächlich roten Sand haben, 15 Stück davon. Und ja, ich bin gespannt. hat funktioniert, wunderbar.
Hier sehen wir noch die anderen Sachen, die Standard sind. Die könnt ihr natürlich auch alle ändern. Ihr könnt auch hier noch was reintun, wie ihr das alles möchtet. Also da gibt es überhaupt gar keine Begrenzung. Hier unten könnt ihr auf jeden Fall alles einstellen, was ihr wollt. Einfach genauso machen wie beim ersten Slot auch. Und dann habt ihr das. Dann habt ihr super Starter-Items. Das wirkt auch sehr viel professioneller, Leute. Und das ist einfach nur gut und super hilfreich für einen Server, würde ich sagen. Ich würde aber auch noch sagen, dass ich mich jetzt verabschiede, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen und haut einen Kommentar raus, wenn es Probleme gibt oder irgendwas. Ich helfe da gerne und ich freue mich auf jeden Kommentar. Dankeschön fürs Zuschauen zum zweiten Mal, meine Güte. Und ciao.